Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gewinnt Deckschmiede. Heute mal wieder mit einem Skulltail-Deck. Wir sind momentan, glaube ich, so ein bisschen in den Neckar-Wochen angekommen. Also wir spielen momentan sehr viele Neckar-Decks, aber ich habe es ja gesagt, wir haben eigentlich bei Neckern quasi das Standardpaket. Also wir haben mit ein paar Ausnahmen immer Fürstlichen Erlass, wir haben Emmendite, wir haben Neckar, wir haben Nova, wir haben Plötze, wir haben Bruchhold. Wir haben in den meisten Fällen unsere Ortschaft, die wieder dazugekommen ist, und wir haben den Ring der Gunst. Das heißt, das sind quasi so 8 Karten, die in den Neckar-Decks fast immer gespielt werden. Aber die Neckar-Decks haben dafür gesorgt, dass man halt wirklich Arc-Tabs spielen kann, die auch viel auf Bronzekarten basieren und mit den Neckar-Decks immer noch ein relativ gutes Goldpaket hat. Na, das heißt, wir können jetzt wieder Bewegungs-Squirtel spielen mit einer etwas anderen Variante. Bewegungs-Squirtel ist ein Arc-Type, der war am Anfang immer relativ gut. Er ist natürlich sehr engine-basierend. Das Problem bei Bewegungs-Squirtel war immer die kurze Runde. Aber wir haben trotzdem unsere Wachen, die relativ viele Punkte machen können. Wir haben die Katzenhexer, die natürlich, wenn sie sich viel bewegen, mit den Wachen auf dem Feld Punkte machen können. Wir haben die Dryadenmatronen. Ziel ist es eigentlich wirklich, diese ganzen Bewegungseinheiten hinter Figgis auszuspielen. Figgis, dann die Wachen. Und dann kann man halt Katzenhexer und Dryadenmatronen springen lassen und kann in der langen Runde wirklich ziemlich viele Punkte machen. Für den Angriff haben wir sowas wie Dobbe, wir haben Etriel Morilega, wir haben nochmal die Dolblastaner Bögen. Mit der Anführerfähigkeit können wir auch Karten bis zu 5 Punkte zerstören. Wenn es wirklich dick kommen muss, haben wir den Brehan und ansonsten Getan, natürlich mit dem Verschieben. Und alles nochmal schädigen kann auch relativ gut Punkte machen. Und für die kurzen Runden, wir könnten einen Nova Carryover erzeugen in der zweiten Runde auf die dritte Runde. Wir haben das Schwert, wir haben vielleicht den goldenen Neckar noch für die letzte Runde, wenn man den nicht in der zweiten Runde benutzen will. Ja, die kurze Runde kann immer noch so ein bisschen mit problematischer sein, aber in manchen Fällen kann man einfach in der zweiten Runde gewinnen, wenn man in der zweiten Runde Druck macht und wenn man wirklich noch die erste Runde vielleicht sogar auf Even gewinnt. Und dadurch, dass wir Verteidiger dann haben und unser Bewegungspaket, könnte es für den Gegner in der ersten Runde schwer werden. Goldener Neckar hat auch dafür gesorgt, dass da tatsächlich weniger Hitzewelle in der Meta vorhanden ist und weniger Maulkorb, ne? Weiß nicht. Was ist euch lieber? Jedes Deck Golden Neckar oder jedes Deck Hitzewelle Maulkorb? Das ist quasi dieses Bewegungsdeck, ne? Man kann es auch noch ohne Neckar spielen. Also man kann viele der Decks, die man momentan mit Neckar spielt, auch ohne Neckar spielen. Ein paar sind schlechter. Ein paar Deckkreationen können allerdings auch ziemlich gut mit höheren Provisionskarten gespielt werden. Also Swarm kann man mit oder ohne Neckar spielen. Die stärksten Decks, sowas wie Zwerge, Elfen bei Squirtel, spielen immer noch kein Neckar, ne? Allgemein die stärkeren Decks benutzen den Neckar eher selten. Von daher, ich finde den Neckar momentan eigentlich eine ziemlich lustige Karte, weil er gibt uns wirklich sehr viele Möglichkeiten, was wir spielen können. Das ist das Schöne an ihm. Das Negative an ihm ist, man sieht immer die Karten immer und immer wieder. Dieselben Karten. Aber ja, das ist quasi mal wieder Bewegungsaktiv, ne? Was man auch gut wirklich benutzen kann, sind zum Beispiel auch die Wachen mit einem Getan. Wenn man alles nach vorne ausspielt, eine Wache nach hinten ausspielt und dann einen Getan benutzen kann. Oder das Stüger-Schloss kann man gut mit den Wachen benutzen. Wir haben auch nochmal eine Y-Head-Brigade drin, die einem Gegner 2 Schaden zufügt. Und wenn wir die Karte bewegen, fügt sie einer zufälligen gegnerischen Einheit 2 Schaden zu. Die Karte kombiniert mit Getan und Schloss kann tatsächlich bis zu 2-mal extra schießen. Und wir hätten mit Schloss ein weiteres Bewegungsziel. Anführerfähigkeit sollte man sich immer einen aufsparen für Brehan, dass man wirklich das beste Ziel rauskriegen kann. Ring natürlich für die erste Runde. Isengrim und Fürstlicher Erlass sind halt so ein bisschen unsere Thinner. Alles im Allen. Es ist ein Deck, was durchaus funktionieren kann. Es ist mal wieder ein bisschen mehr Engine-basierend. Aber es hat trotzdem, wie gesagt, dieses Neckar-Paket drin und darum in der ersten Runde auch wie immer ziemlich viel Tempo. Aber ja. Ich mache ein paar Runden mit dem Deck. Mal gucken. Vielleicht gefällt es euch. Vielleicht wollt ihr es spielen. Und wir sehen uns morgen wieder mit einer anderen Deckliste. Bis dahin, hau da rein und ciao. Nifka. Oh, bitte lasst es kein Mildeck sein. You're in my forest now. Und bitte, lieber Gott, lass es kein Mildeck sein. Figgis gefällt mir für den Anfang eigentlich ziemlich gut. Weil Figgis ist Verteidiger für unsere Bewegungsengines. Wir haben noch nicht viel, was sich momentan bewegt. Höchstens den Katzenhexer. Die Brigade würde ich wahrscheinlich ablegen für die erste Runde. Emmendite werden wir erste Runde nicht spielen. Dryadenmatrone gefällt mir ganz gut. Wird wahrscheinlich noch Morilega ablegen. Getan. Es wird ein Mildeck sein. Okay, und damit haben wir schon mal Etriel verloren.
Wenn es Mildex sein wird, überlege ich, ob ich Golden Necker halt verwandle. No one can hide from me. Ja, wir werden definitiv Golden Necker verwandeln. Style, that's right. I like fighting with style. Too slow. You're dead already. Wir werden definitiv den goldenen Neckar verwandeln. Kann er uns was Schlimmes rausholen? Höchstens eine Ciri. Ciri, wenn ich so knorke. Okay, er kriegt einen weiteren Katzenhexer von uns. Are you fucking kidding me? Catnip instead of crowns? Wir könnten eigentlich clever sein und die Wache nach vorne schieben mit dem Getan. Dann würden die immer Schaden kriegen, wenn er sich bewegt. Das würde ich gar nicht mal so schlecht finden. I didn't sheath it till the ground was slippery. True love could lift the curse, but who would love such a freak? My duty? To stick my nose where it doesn't belong. Ja, wird sie wieder buffen. Dol! Blasana! Der wird aber nicht gebufft. Ich würde wahrscheinlich noch den Ring die Runde benutzen. Weil ich möchte nicht eine Karte nachziehen mit dem Ring. Okay. Ah, die Puzzlebox. Ich meine, wir würden unseren Golden Necker, aber Golden Necker ist jetzt eh nichts mehr wert, weil wir haben unser Szenario verloren. Music marries cultures, connects folk to one another. Okay. You see? You must hold it between your teeth, like so. Dann beide Dryaden-Matronen. Will eigentlich seinen Katzenhexer zerstören? Aber wenn er jetzt... Okay, er spielt ihn nicht nach hinten. Wir können seinen Katzenhexer zerstören. Sein 14er. Aber dann würden wir auch unseren Brehan verlieren. Das will ich erstmal nicht machen. Ich will die Anführerfähigkeit aufsparen. Wir haben nicht unbedingt die besten Karten für die kurze Runde. Natürlich triffst du zweimal genau dieselbe. Hätte den hier ausspielen sollen. Wir könnten sie jetzt noch zurückschieben. Kann seine eh nochmal zurückschieben. Also bringt es nichts, wenn wir die verschieben.
Ja, wir würden rein theoretisch damit einen Punkt mehr bekommen. Frage ist, ob ich es machen will. Eigentlich will ich mir die Anführerfähigkeiten sparen. Wir haben halt nicht viel für die kurze Runde. We follow Letho's lead. Okay. Das war auch ein ziemlich guter Treffer. Schafft das mit einer Karte aufzuholen, ist die Frage, oder mit zwei? Wenn wir die Wache auch zurückgeschoben hätten, hätten wir nicht wirklich mehr bekommen, weil er verliert jede Runde zwei Punkte. Wir hätten halt jetzt mit zwei, drei Armatronen noch einen mehr dazu bekommen. Er hat das Ding aus dem Kasten auch? Tibor wird nicht ausreichen, glaube ich. Tibor reicht nicht aus, aber er hat den Leader noch. Ja, aber Leader gibt ihm halt eine Menge Punkte. Ja, aber wir haben jetzt zwei Karten mehr, aber wir ziehen weniger, ne? Das heißt, er hat auch eine Neuner ausgewählt mit dem Ding aus dem Kasten. Das heißt, er weiß nicht mehr, dass wir auch noch ein Ding aus dem Kasten haben. Er hat schon aufgegeben. Okay. GG. Ja, halt Anführer raus. Ne, ich wollte Anführer wirklich sparen, weil wir haben eigentlich nicht so viel für die kurze Runde. Ich meine, wir hätten noch Arendite gehabt nächste Runde, ne? Wenn wir es gezogen hätten und hätten es nochmal für die letzte Runde behalten. Das heißt, uns komplett niederzumillen wäre wahrscheinlich auch schwer geworden. Wir hätten noch Anführer, wir hätten noch das 13er Ding aus dem Kasten. Er hätte wirklich alle Karten aus dem Deck raus entfernen müssen und selbst dann hätte er wahrscheinlich so wenig Punkte ausgespielt, dass ich nicht weiß, ob es gereicht hätte. Dann wären wir wahrscheinlich in der letzten Runde auf gleichen Karten gewesen. Er hatte aber auch schon sowas wie Tibor raus. Er hatte wahrscheinlich noch beide Magier und den Affen im Deck drin, die ohne Anführer gar nicht mehr funktionieren. Vielleicht hat es von den Punkten halt einfach nicht mehr ausgereicht für ihn. Okay. I've no patience for humans. Wir fangen an. Plötze weg. Nein. Alles klar. Danke, Mardak. Nova hätten wir ja auch noch gehabt, ne? Für Carryover. Wir könnten uns Verteidiger erste Runde rausholen. Könnten Realmatron benutzen. Haben eine Wache. Ja, das gefällt mir eigentlich. Okay. Let's hurry. Just one more feather and we're done. Kayam! Okay, benutzt jetzt die Welle. Ich meine, hinten kann er angreifen. Seine Anführerfähigkeit war quasi minus ein Punkt, aber dafür hat er mit der Hitzewelle das Ziel erreicht. Ist die Frage, will ich davon was aufhalten? Müssen wir vielleicht eigentlich gar nicht. Ich meine, seine Hitzewelle ist raus. So, wir bewegen den erstmal zurück. Ziri einmal.
bewege tatsächlich eine Drean-Matrone aus der Reihe. Klar, die wird auch noch buffen können. Aber es geht darum, dass die sich nicht gegenseitig die ganze Zeit buffen, ne? Oh, weiß ich nicht. Bewegungsgold-Hell kann extrem viele Punkte machen. Also wenn die Karte auf dem Feld geblieben wäre, die würde locker auf in der ersten Runde, wenn man weit spielt, auf gut 20 Punkte kommen. Aber er hätte die Wache, na gut, wir könnten sie jederzeit zurückbewegen, ne? Welcome back, Geralt of Rivia. Ein Runenmagier. Für die Zauberin, das ist interessant. Machen wir mal mit Saskia ordentlich Punkte. Ich könnte Etrael Morilega tatsächlich die erste Runde benutzen, wenn ich will. Wie viel Schaden? Wir machen 3, das sind 7, das reicht nicht ganz aus, um Erendite auszulösen. Ich könnte auch noch einen Anführer, wenn ich will, benutzen. Ich würde nur ganz gerne eigentlich okay, wir machen es so. Dass wir mit Erendite noch den Buff kriegen. Verlieren wir zwar ein paar Punkte, aber wir kriegen nochmal die Triade weg. Kriegen hier nochmal einen Buff. Nächste Runde haben wir noch den Ring. Der Ring macht 18 Punkte. Frage ist, ob er den Ring auch hat. Aber höchstwahrscheinlich ja. Runstein. Wir werden definitiv passen. Mit dem Runstein sollte er nicht rankommen. Und wir haben noch Nova Carryover. Okay, er hat den Ring nicht gehabt. Der Ring ist halt ein extremer Unterschied. Tadel. Na, Waldbeschützer sogar. Erendite für 3 Schaden. Er hofft wirklich, dass er die trifft. Er trifft sie. Natürlich trifft er sie. Na, ja, der hatte 2 Chancen. Wie gefällt mir die Meta? Also dadurch, dass ich halt wirklich viel mehr Auswahl spiele und du mit Neckar mehr Auswahl spielen kannst, aber es auch immer wieder irgendwie Neckar ist, finde ich sie nicht so schlecht. Ich sag mal, es gibt schlechtere. Ich brauche die Anführerfähigkeit noch leider für Brehan. Ich weiß nur nicht, ob wir Getan wirklich brauchen, weil wir haben nicht viele Einheiten. War klar, dass jetzt ein Simlas kommt. Doppelhandbuff. Ja, deswegen habe ich überlegt, die wirklich wegzuräumen, aber wir brauchen eigentlich den Anführer wegen Brehan.
Wir haben ihm Artefakt gegeben, ne? Toll. Above sabotage, you'll find yourself below ground. Ich denke nicht, dass er noch großartig eine Antwort hat. Das heißt, wir können Arendite jetzt eigentlich die Runde benutzen. Er hat was Höheres transformiert als wir. Okay. Humans are scum. I prefer elves, dwarves, pixies even. Okay, das Ding aus dem Kasten ist nicht schlimm. They will beg. They always do. Der letzte Kart ist Arendite. Das wird nicht so viele Punkte haben wie unser, weil wir hatten in der ersten Runde mehr. Wir hatten in der ersten Runde viel mehr Runden, wo wir vorne lagen. Oder er hat Arendite verwandelt, aber kann ich mir nicht vorstellen. So, wir haben jetzt noch einen Getan. Wir brauchen Golden Necker. Golden Necker ist für die kurze Runde absoluter King. Isengrim wäre unsere einzige Special-Karte. Oder wir lassen die Hand wirklich so. Wir holen uns noch. Ah, wir kriegen aber einen Random-Elfen, ne? Wir können auch Getan ablegen, aber wenn wir jetzt Golden Necker ziehen, wäre es auch nur eine Einheit mehr. Lass uns so. Will ich mit dem Schloss anfangen? Einen Kartenhexer? Ich meine, den kann er kaputt machen. Problem ist, wir würden nur noch einen Elfen rauskriegen mit Isengrim und Elfen sind meistens Angriff. Yeah, I work for the Pointers. Better than working for humans. Hey, Bartos. Hey, Airball. Ein Tadel. Oh, das ist nicht schlimm. Judge me? How dare you? Eine Dryadenmatron. Okay, damit wir die wegkriegen. Jetzt kann er natürlich zuerst das Schwert ausspielen, dann kann unser Schwert nicht mehr funktionieren. Okay, aber seine letzte Karte hätte uns eh nicht überboten. Sein Schwert wird nicht die Punkte machen, die unser Schwert macht. Okay, er hat einen Gord. Aber der reicht auch nicht aus. Da hat er sich das Schwert wirklich in der zweiten Runde verwandelt. Wir haben es noch nicht gespielt, Airball. Wir werden das dann heute spielen. Es sei denn, du willst es nochmal abändern, weil ich warte eigentlich mit den Decks Deckwünschen, bis derjenige, der sich es gewünscht hat, da ist, ne? Also ich kann dir sagen, morgen, also du musst halt fragen, weil ich bin immer ein bisschen spontaner. Ich kann dir sagen, morgen wird es auch wieder einen Livestream geben. Freitag dann wahrscheinlich nicht. Aber wir werden morgen noch einen Livestream machen. Wir haben Figgis, wir haben Doppelwachen. Wir hätten sogar den guten Getan. Ich hätte ein bisschen mehr Bewegung ganz gerne in der ersten Runde. Ja, Matron wäre ganz nett gewesen, ne? Wir haben zwar Doppelwachen, aber nur der Katzenhexer, der springt. Ja, wir spielen gegen Reisegefährten. Elden Ring weiß ich gar nicht, ob ich streamen werde, Platonios. Das Problem an Elden Ring ist, dass es halt so unfassbar riesig ist. Und alleine 60 Stunden braucht. Das heißt, wir würden wahrscheinlich, wenn wir Elden Ring streamen würden, fast einen Monat nur Elden Ring spielen.
Okay, es ist ein RNG-Deck. Weil ich mir angucke, New Peace und Platonius, sage ich schon. New Peace und David sind immer noch nicht durch mit Elden Ring, oder? Szenario erste Runde. Ich glaube, mit Isengrims Rat kriegen wir garantiert eine Dryadenmatrone raus. Wenn eine weitere Bewegungskarte und wir kriegen Buffs. Ja, du kannst das Deck spielen und dann halt quasi die guten Karten, die du erschaffen hast. Also du spielst deine besten Karten in der ersten Runde aus, machst dir noch irgendwelche Goldkarten durch Uma oder so und mischst dann die Karten wieder mit Lippi in dein Deck rein. Das geht tatsächlich, Erbol. Das haben wir schon mal gesehen. Okay, Eist. No retreat, not one step. Eist wird ihm natürlich nicht so viel bringen. Ich würde nur ganz gerne wegen dem... Boah, ich würde ganz gerne eigentlich vorne bleiben wegen dem Schwert. Aber wir würden jetzt nur noch maximal 3 Punkte dazu kriegen und ich müsste mehr als einen Anführer benutzen. Daher lasse ich es mal. Ja, ich würde halt auch nicht viel Elden Ring spielen können, Platonios, ne? Ich streame ja teilweise auch nur abends mal so 2 bis 3 Stunden. Hat er noch einen Druiden auf der Hand, um sein Szenario zu triggern? Höchstwahrscheinlich. Voll doof, da kann man gar nicht genug Punkte bei Liegestütze sammeln. Ja, das ist ja David. David spielt ja auch Elden Ring. Aber der hat keine Liegestützpunkte. Ist es eigentlich noch so? Okay, das ist nicht schlimm, weil der springt nach hinten. 1, 2, das reicht aus. Ist es eigentlich immer noch so, dass Malenia verbuggt ist? Die hatte nach dem letzten Patch nämlich den Fehler, dass sie sich immer geheilt hat, auch wenn sie die Luft geschlagen hat. Was natürlich bei den Spielern nicht so toll ankam. Okay, wir holen uns unsere Ortschaft raus. Wir holen uns vielleicht Arendite raus oder Fürstlichen Erlass. Necker würde ich tatsächlich behalten. Das ist eine ganz gute Hand, um vielleicht einen Push 2-0 zu machen. Und wenn nicht, haben wir noch Nova und Schwert für die nächste Runde. Okay, das haben sie gefixt. Ja, mussten sie wahrscheinlich auch fixen, weil das war schon ein harter Bug. Ein Phönix. Ich würde den Phönix ganz gerne schwächen, weil wir könnten als Karte eine Bögen rauskriegen, ne?
wir kriegen Elmendite raus. Aber wir kriegen, wie gesagt, einen Bogen raus. Style, that's right. I like fighting with style. Geht auch nicht über ein good old movement deck. Die ist tatsächlich gar nicht so schwierig, Platonios. Also klar, sie kann schon übel sein, aber es gibt Wege, wie man sie verleichtern kann, sage ich mal. Natürlich kommt der Phönix wieder. Aber das Ziel war auch nicht, den Phönix zu verhindern. Das Ziel war es, eine weiteren 11 Elite-Schützen rauszukriegen. Also es gibt genug Videos bei Elden Ring, wo die Leute Melania auf die Unterschiede... Es gibt einen Spieler, der hat für den ersten Try bei Melania irgendwie so 250 bis 300 Versuche benutzt. Magie ist nicht mal wirklich toll bei ihr, weil Magie ist halt wirklich ein bisschen zu langsam. Es gibt einen Spieler, der hat für den ersten Try bei ihr 250 bis 300 Tode gehabt. Und hat sie immer und immer wieder gemacht. Und am Ende hat er sie ganz einfach besiegt. Mit allem Möglichen. Er hat sie besiegt mit Faustwaffen... Er hat sie besiegt mit einfach Kontern, er hat sie besiegt mit einem Einhänder, also ja, gibt eine Menge Möglichkeiten, die wirklich zu besiegen. Have you met my Lynx? Nein, jetzt kommt die Drakoschildkröte. Das ist schlecht. Weil jetzt wollte ich eigentlich Getan benutzen. Ich werde Getan trotzdem nochmal benutzen. Ist natürlich doof, dass die Schildkröte jetzt nochmal rausgekommen ist. Aber mein Gott, was soll's. Wenn du die Kiste nicht Premium statt Premium im Deck hast, funktionieren die an den Animationen wieder. Das liegt echt an der Kiste? Das ist ja interessant. Okay. Ich will gerade die Schildkröte nach vorne. Ah, dann hat die Kiste wahrscheinlich einen Fehler. Und ihre Premium-Animation funktioniert nicht richtig. Das heißt also quasi, die Kiste sorgt dafür, dass du nicht die Premium... Das ist gut zu wissen, das wusste ich auch noch nicht. Es gab nach der Kiste, kurz nach dem Patch, gab es einen Fehler mit der Kiste, ja. Ich glaube, die Kiste spielen wir sogar noch aus. Ich meine, wir könnten ihn wirklich bei nullen. Ich will jetzt allerdings den nicht nach hinten bewegen, weil dann könnten wir dem nochmal zwei Schaden zufügen und der Katzenhexer könnte versagen. Du musst die Punkte aufholen. Ja, seht ihr? Der trifft nämlich garantiert den. Ja, die Rüstung nicht mehr. Wahrscheinlich, weil die Kiste 50 Meter Text hat, deswegen hat irgendwas nicht richtig gepasst.
Ja, also es ist ein RNG-Deck, aber es funktioniert nicht so toll, ne? Normalerweise willst du wirklich, ich glaube sogar mit Kompass, die Goldkarten wieder reinmischen, falls er Kompass hatte, aber da hat er ein bisschen wenig Deckthinning gehabt. Wobei er hatte Reisegefährten, aber ihm hat das Gizkard-Paket gefehlt, ne? Aber es gibt die Möglichkeit, das haben wir auch schon mal gesehen, RNG-Skellige zu spielen. Allerdings, ja, das Deck kann eigentlich relativ gut Punkte machen, ne? Gerade wenn du halt eine volle Reihe hinkriegst, dann geht dann hast, dann nochmal ein bisschen rumschiebst. Okay, das könnten die Damen sein. Meldrell, wir haben Morilega, wir haben nur eine Bewegung. Wahrscheinlich die Kiste in der ersten Runde ablegen. Fürstlicher Erlass, vielleicht verzichten wir sogar auf Bewegungspaket ein bisschen. Und spielen in der ersten Runde mit mehr Blockieren, mehr Angriff. Vielleicht sogar mit Neckar. Frage ist jetzt, ob ich noch eine Bögenkarte ablegen will. Aber ich glaube, ich lege die Wache ab. Okay. Wie viel du jetzt wohl hättest, wenn du nicht alles für Sunset Wanderer gewastet hättest? Dann hätte ich aber weniger Fetzen. Moin, Ralle. If you could just sign the confirmation of receipt. Es ist das Priesterin-Deck. I do not mince words on prison. Dann haben wir die 7 Scham mit Etriel. Wir müssen nur eine Anführerfähigkeit für Brehen aufheben. Oh. Okay. Er hat nicht mal einen Ring. Ampel. Er hat nicht mal einen Ring. Das ist komisch. Ethan gefällt mir aber schon relativ gut. Wir haben die Hexer, wir haben die Dryadenmatronen, wir haben Arendite. Das heißt, ich würde wahrscheinlich Isengrims Rat. Wir kriegen einen Elfen, ne? Oder einen Zwerg. Wir können uns Verteidiger rausholen. Das heißt, wir könnten direkt mit Golden Necker anfangen. Und dann eine Runde voll Bewegung spielen. Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich die Bögen ablege. Aber die machen jetzt mehr Punkte als Etriel. Oder ob ich Etriel ablege. Aber gibt es noch irgendwas? Na, höchstens eine zweite Wache. Ja, doch, wir machen es mal. Okay, die behalten wir sogar, dass wir eine Chance haben, andere Elfen zu ziehen. Okay, wir kriegen leider. Ah, jetzt ziehen wir natürlich dich. Was wollen wir verwandeln? Ich glaube, ich würde sogar auf eine Bögenkarte verwandeln. Ich meine, er kann uns nicht bewegen, das ist ganz gut. Okay, er hat was Höheres bewegt. Ich überlege, ob ich einen Belagerungsmeister verschieben soll, aber ich denke, ich werde es erstmal sein lassen.
Die fehlende Ortschaft wäre noch ganz nett gewesen. Holt es stolz. Ihr Folterstolz will ich schon irgendwie weghaben. Und ich will den Verteidiger nicht verlieren. Stoner. I studied my whole life through. Yeah, here I am digging this. One more feather and we're done. Er will sich Aufladung besorgen. Yeah, I work for the Pointers. Better than working for humans. Wir machen viele Punkte, aber ich mache mir trotzdem immer noch ein bisschen Sorgen. Ich überlege, ob wir jetzt passen sollten. Oder ob wir wirklich einen All-In-Push machen. Weil ich könnte jetzt zu leicht aufholen. Style, that's right. I like fighting with style. Das Ding aus der Box. Das wäre natürlich ein gutes Brähenziel. Denke ich, egal, was ich schädige. Halt wirklich bis zum Ende an Brayerhen festzuhalten. Dark clouds gather over Temeria. Die Priesterin wird ordentlich Punkte haben. Okay. Geta verschiebt nur leider auch den, der uns mal Punkte gibt, und ich will ihn jetzt nicht nochmal bewegen. Ich glaube, Brayhan, diese Runde wird mir echt besser gefallen. Schneeglöckchen einfach.
Weil die wird jetzt nochmal ordentlich hochbuffen mit Istrid, ne? Heatwave. Wir haben auch noch mal 1, 2, 4 Punkte extra. They can hide, but there is no escape. Seine Reisegefährten kommen jetzt auch raus. Das heißt, er muss die Karte davor ausspielen. Ein Öl nur. Ist jetzt halt wirklich die Frage, was er nachzieht mit Reisegefährten. Weil wenn es nicht die Priesterin ist, sondern jetzt irgendeine schlechte Karte, könnten wir geschafft haben zu gewinnen. Es ist die Priesterin, die er gezogen hat. Eine, die er gut gebufft hat. 9 Aufladungen mit 6, das sind 14, das reicht aus. Weil die beiden nicht nochmal gesprungen sind. Okay, es hätte auch so gereicht. Und Musiker? Gut, wir müssen jetzt eigentlich alles weghauen. Es darf keine Einheit auf dem Feld bleiben. Das könnte schwer werden. Naja, das sind eigentlich die besten Karten, die wir ziehen können. Na, es ist natürlich noch ein Trident. Wir haben keine 5 Schadenskarte, sonst hätten wir es geschafft. Er würde jetzt noch eine Wiederbelebung haben oder die letzte Priesterin, ne? Eine 5 Schadenskarte noch. Okay, er hat trotzdem Ziel gehabt. Die hat auch 9 Aufladungen. Ja, die Priesterinnen sind nicht so unrecht, die momentan immer auch die besten. Ich glaube, eine lange Runde hätten wir nicht geschafft. Der Push war das Beste, was wir hätten machen können. Was hat nicht ganz ausgereicht. Ja. Aber ich glaube, also ich denke, die Priesterin werden sie wirklich nerven am Ende des Monats. Und ich denke, wenn die wirklich nur noch 2 Aufladungen kriegen, dann wird es nicht mehr ausreichen. Weil er hat jetzt eine rausgeholt mit 9 Aufladungen, 3 weniger. Ja, selbst mit 2 Aufladungen könnten die in manchen Fällen auch ganz gut sein. Ich finde das Priesterin-Deck interessant. Ich hoffe, dass es nicht wirklich komplett in den Boden nerven. Aber ich denke, es wird einen Nerf bekommen. Weil jetzt auch schon nach 2 Wochen hat sie herausgestellt, dass Nördlichen wirklich mit dem Deck am besten fahren. Join the Squire Tell and make humans fear the invisible.